So, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen hier auf meinem Kanal zu einem spontanen Livestream. Und zwar habe ich echt Bock, ein bisschen weiter zu basteln. Dann habe ich mir gedacht, ich mache es live mit euch. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende bis jetzt. Ja. Also, hier sind wir in Thalwil, wo wir im letzten Livestream gebastelt haben. Zeige kurz was. Hier habe ich wieder angemalt. Denke auch, dass das besser aussieht. So, dann gehen wir hier Bahnhof. Hier diesen Parkplatz haben wir gebastelt. Hier dieses Stück haben wir gebastelt im letzten Livestream. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Dorf entstanden. Dann habe ich hier diesen Güterzug geändert in einen Helge Walter Güterzug. Und kurz die Schrift wegnehmen. Ja. Ja, schön. Hier ist ja der Zimmerberg Basistunnel. Hier Rüschlikon, sind wir noch gleich weit. Hier ist der andere Güterzug, habe ich auch ein bisschen wieder abgeändert. Das ist ein gemischter Güterzug. Hat gerade rot, weil hier die S-Bahn ist. Dann hier die Streckenführung habe ich ein bisschen abgeändert, damit ich hier die Straße bauen konnte, weil die Strecke ging ein bisschen weiter runter hier. Und dann habe ich hier in Wollishofen ein bisschen angefangen zu basteln. Und dann habe ich gedacht, basteln wir hier ein bisschen weiter im heutigen Livestream. Der Livestream wird circa so eine Stunde, anderthalb Stunde gehen. Da zeige ich kurz hier, was ich gebastelt habe. Hier habe ich mal die Straße gebaut. Dann hier das Tunnelportal. Bisschen verkleidet. Hier die Parkplätze. Weil hier kommen ja jede Menge Tennisplätze hin. Dann habe ich hier die Haltestelle Bolligerweg hingetan, hier schon ein bisschen Straße gezogen, Markierung gemacht. Dann hier die Kreuzung, hier ist die Haltestelle Bahnhof Wollishofen. Kurz das Hub einblenden. Staubstraße, die Staubstraße ist hier, Richtung Bahnhof runter. Dann habe ich hier ein bisschen genug. Das muss ich ein bisschen übermalen hier. Das ist die Straße hier, Richtung Bahnhof. Ja. Dann Bahnhof habe ich weiter ausdekoriert. Hier habe ich Züge abgestellt. Aerolampos, Lampen aufgestellt, Gleissektorenschilder, dann das Dach geändert, ein bisschen ausdekoriert, hier die dynamischen Anzeigetafeln, ja, und hier die Straße gezogen, ja.
ihr seht, habe ich angefangen mit der Tennisplätze, wo hier die ganze Strecke entlang geht. Dann denke ich, basteln wir ein bisschen hier weiter. Heute im Livestream. Gut schauen. Testen, ob der Jet mitgeht. Der Chat funktioniert, tipptopp. Also, was machen wir hier? Hier hat es so einen Parkplatz, wahrscheinlich für die ganze Tennisanlage hier. Machen wir hier ein bisschen weiter. Einblenden. Ja, ist gerade gut so, hä? Schluss. Jawohl. Ist das aufregend? So. Genau. Dann nehmen wir hier Parkplätze hier. Gut.
Also jetzt machen wir hier eine kleine Randung. Ein paar Bäume. Und nehmen wir noch eine Eiche hier. So. Ach, kommt schon wieder zurück. Nicht schlecht. Dann gehen wir wieder zu dem Gebüsch. Hier hat es ganz viel Gebüsch. Ja, nicht gerade so groß. Ja. Dann nehmen wir noch dieses Gebüsch. Bäumen wieder. Birken, genau. Huch. Ja. So. Welche Birken?
ganz gerne wieder ausschalten. Also jetzt diese Straße. Hier. Hier dann noch eine Brücke. Ja, hallo Firmen. Welche Signale meinst du? Meinst du, also deine Lichtsignale hier, oder? Diese hier, also muss ich kurz schauen, welche Version das ich habe. Signale. Ah, okay. Ja, ich habe die vom Transportforum, aber sonst nehme ich die Steam-Version. Ja, also. Dann nehmen wir hier wieder. Und ich habe ein bisschen die eine breitere. So. Vielleicht
nicht ganz. So. Eine kleine Abgrenzung. So. So, tun wir noch ein bisschen Bäume hin. So. Dann das Smart-Tool. Okay, mache ich Firmen. Dann nehmen wir ein bisschen 2000er Cars hier. Was hast du dann im Update gemacht, Firmen?
drin noch. Jawohl, ein rotes Auto. Vielleicht noch. So, vielleicht noch ein bisschen grüne Autos. Ah, okay. Ja, dann werde ich es beim nächsten Mal sicher ändern. Werde ich auf die Steam-Version schalten. Also umschalten. Also jetzt kapiere ich was nicht. Das Dumme ist, wenn man Mods hat vom Transportforum, also Transportfieberforum, Internetseite, die updaten ja nicht selbstständig. Noch eine Tankstelle, so wie ich sehe. Und dann sollte es hier noch.
eine Bushalte haben. Jawohl. Dann soll das hier noch. Muss ich noch kurz sehen, wie wir es dann umbauen hier. Hier hat es auch noch eine Bushalte. Hier kommt die Tanke. Hier. Das ist der Bahnhof Wollishofen. Werft. Weil hier etwa hier kommt ein kleiner Hafen von Wollishof und hier wird dann alles See. Wie gesagt, hier hinten habe ich in Tawil wieder umgemalt. Ich denke, es sieht besser aus so. Das Problem ist, ich kann hier diese mal schauen, ob ich so Boote habe und so. Ja. Der Traverso habe ich auch schon auf meiner Karte. Der fährt hier aus Interregio 75 von Zürich nach Chur. Haltet hier in Tawil. Hier, das werde ich ein bisschen dann in Off weiterbauen. Ja. Das ist der Rüschelkorn, hier ein bisschen ausbauen. Und dann werden wir in der nächsten Livestream oder so vielleicht hier in Kilchberg mal ein bisschen anfangen. Und jetzt bauen wir hier noch weiter. Pause machen, speichern. Nein, zurück. Hallo Tom. Hier kurz die Gleise wegnehmen. Doch noch mehr wegnehmen. So.
blöd. Blöd, ne? Also mir geht's gut soweit. Ich hoffe dir auch, Tom. Oder euch alle. Jawohl, jetzt geht's hier so. So. Dann Exit. Nee. Was? Oh. Stimmt alles noch gut. Dann setzen wir hier noch eine Laterne wieder. So. Gut. Dann kurz schauen, wo die Tanke sind. Die Tanke wäre so, weil die ja viel zu groß ist.
hier so die Tanke hier. Hinstellen. Jetzt mal kurz was testen. Hier haben wir ja unsichtbare Straßen.
geht doch das? Ist hier noch ein Strand? Das ist ja wunderbar. Genau, so, jetzt. So. Hoch. So. Das ist ja wunderbar. Wunderbar, gut. Da kann ich hier auch jetzt dann so Autolinien machen, wo hier simulieren, dass sie tanken gehen. Das finde ich tiptop. Ja. Also jetzt muss ich hier noch einen Zaun ziehen. Nehmen wir diesen Zaun. Dann haben wir noch sowas hier als Tor-Simulierung. So. Das ist irgendwie so ein Tor, wo man schließt und öffnen kann. Dann machen wir hier noch so eine Abtrennung. Nehmen wir Was ist denn nicht gut hier? Das ist zu viel.
Nö, schon gut so. Also dann. Nein. Lang. Spiel können wir laufen lassen. Das machen wir ein bisschen breiter. Bisschen schmäler wieder. Ja, ein bisschen breiter. Breit. Wir noch so hier machen. Also wie ich sehe, sind hier wieder jede Menge Parkplätze. Das kann ich hier auch noch die Platten ausfüllen hier.
So. Ein bisschen schmäler. Aber da kann er hier jetzt hier die Schräge einstellen. Ja. Noch die unsichtbare Haltestellen. Das ist oh. Hier eine und hier eine. Gut. Jetzt bin ich ein bisschen unschlüssig, welche Gebäude, was ich hier nehmen soll, ob ich so eins machen soll hier.
Also eigentlich hat es hier noch eine so eine Rampe für die eingeschränkte Leute, um jetzt das zu bauen. Weiß ich nicht. Dann sehe ich noch das. Hier noch Parkplatz sehe. Ja. Dann setzen wir hier wie so ein kleines Gebäude. Nein. Versetzen wir diese Parkplätze. Oh.
nicht, ob das realistisch ist. Gut. Machen wir einen Trick. Machen wir nicht dies, diese. So. Ja. So. Malen wir. Angeschlossen. Voilà. Bisschen blöd, dass jetzt diese Zäune hier sind. Bisschen blöd. Das ist nicht gerade so. Karl ist hier. Jetzt ein Weg, nehmen wir den Kiesweg hier entlang. Thank you.
Straße kurz weiterführen hier. Weitere Bushaltestelle. Eine weitere Straße hier. Hier ist auch noch so ein kleiner Parkplatz.
Jetzt muss ich schauen, ob ich diese Samt einmal. Ja. Diesen Parkplatz herum. Hier die nächsten Tennisplätze.
Dann nehmen wir wieder die Ecke, Abgrenzung. Versenken Sie ein bisschen. Jetzt muss ich kurz was trinken.
Hecke. Gänge hier. Birken.
Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hm? So, dann die nächsten zwei. Siri, da. Weg führt hier entlang. Da machen wir mal einen anderen Zugang hier. Thank you.
schauen hier. Vorne. Schnur her. Uiui. Sieht man das überhaupt? Nelly, Sims, wo gerade Tennis spielen. Ja. Vielleicht noch ein paar Zinspänke wäre noch was. Hä?
noch ein paar Autos hier hin.
ne? Sand. Låt sand vidare. Keys. Dann nehmen wir noch ein anderes Gebüsch.
Wisch. Birke. Zwei. Thank you.
Ja. Jetzt schauen wir mal kurz. Hier ist ein Güterzug. Das ist der Interio. Steigen wir mal hier rein. Und fahren mal in Wollishofen durch. Mal anschauen, wie es aussieht. Wie ihr seht, sind wir mit dem Interregio 75 unterwegs. Das hier ist Vietikon. Zürich Enge. Ja, aber hier noch rot. Ja, jetzt haben wir grün wieder. Schauen wir mal an, wie es aussieht, wenn man so hier so durchfährt. Ja, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. He. Hier schön Zürich-Wollishofen durchfahren. Kündigung 90. Das hier ist Kirchberg. Werden wir wahrscheinlich in der nächsten Livestream ein bisschen mehr bauen, ausdekorieren.
Diese Mülltonne muss ich mitnehmen. Das hier ist Rüschlikorn. Und der nächste Halt wäre Tawil, wo wir dann aussteigen. Ah, wunderbar. Geruno fährt noch durch. Er fährt ins Tessin nach Milano. Sehr schön. Ja, hier in Tawil gibt es immer wieder ein anderes Bild von Zügen. Weil, eben, so wie jetzt eher hier, haltet hier, glaube ich, 2 Minuten oder 1,5. Die S-Bahnen warten hier 1 Minute, die Güterzüge fahren durch, die Schnellzüge fahren durch hier. Schön, wie alle hier die Sims die Brücke benutzen, seht ihr, hier auf den Bus warten, sehr schön. Funktioniert alles tipptopp. Gehen wir zurück nach Wallishofen. Ist die Frage, ob wir noch ein bisschen weiter basteln wollen. Oder ja. Jetzt ist die Frage, wo? Das Problem. Das ist das Problem bei diesen Wasserassets hier. Sie sind alle auf dem Wassergrund. Ja, eben, da muss ich schauen,
ich nenne das hier Bauen, oder ob hier die Straße noch leicht erhöhen muss, das ist schon ein bisschen tief. Und hier noch der Ecke Walterthur. Das ist das, wo man jetzt ein bisschen anscheißt, auf Deutsch gesagt, dass diese Unterführung so eine riesen Kollision haben. Und dass man dann nicht so hoch bauen kann, man muss sie richtig weit bauen. So. Hier haben wir einen Schallschutz. Hier ist eine Straße. Und jetzt machen wir hier einen Besuchermagnet. So, Straße. Kein Asphalt. Sein, ja.
Schritt. Was verschoben. Auch nicht mehr.
hier kommt dein Fußweg. Hier. Schon die Hohen. So.
Stunde. Und so. Noch ein Essen. Ja, die hier ist ein bisschen retto. Ja, Resident 10. Eins aus. Eigentlich sieht es schon besser aus. So. Ja, schön. Hier ein Fußweg. Ja, naja, ich denke, das kommt richtig gut. So, aber jetzt werde ich so langsam den Stream beenden. Mich sehr gefreut, hat mir echt Spaß gemacht. Ich denke, das sieht gut aus, was wir heute gebastelt haben. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like hier lassen. Ich würde mich sehr freuen darüber. Ich hoffe, ich habe bald einen besseren PC, dass dann die Performance etwas besser ist. Weil dieses Projekt hier, Zürcher Projekt, gebe ich nicht so schnell auf. Weil das hatte ich schon längst mal vorgenommen, mal so richtig Zürich nachzubauen. Und ja, macht mir sehr richtig sehr viel Spaß, trotz dass es ein bisschen ruckelt. Aber ja. Diesem Bild sage ich Adieu und Tschüss. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, könnt mir gerne ein Abo hier lassen. Ich würde mich sehr freuen darüber. Und wie gesagt, im letzten Livestream ab 200 Abonnenten werde ich dann der Stand dieser Karte hier aus Selfgame hochladen. Da könnt ihr selbst weiter basteln oder umbasteln etc. was ihr dann so wollt. Und ich hoffe, man sieht sich im nächsten Livestream oder im, ja, ich muss mal schauen, wann dann die nächste Folgen kommen, ja, also die ganz normale Bastelfolgen. Danach durch Örikon. Jetzt arbeite ich noch eine Woche und dann habe ich eine Woche Urlaub. Mal schauen, ob ich dann Zeit habe, mal Folgen zu produzieren. Ja. Weil diesen Streckenabschnitt hier nach Tavi werden wir im Livestream zusammenbauen. Ja. Und ja. Einfach hier die Stadt, die Dörfer werde ich ein bisschen noch weiter wachsen lassen. Und ja, einfach so am Bahngleis entlang passiert, werden wir zusammenpassen. Und dann wünsche ich jetzt euch noch einen wunderschönen Sonntagabend. Morgen einen schönen Wochenstart. Und man sieht sich hoffentlich
dann bald im nächsten Livestream oder im Video wieder. Und wenn ihr einen Vorschlag habt für ein anderes Spiel, könnt ihr mir gerne in den Kommentar schreiben. Dann schaue ich es mir mal an. Und wenn es mir gefällt und so, mache ich ein Let's Play daraus oder ein Livestream. Ja, mal schauen. Also dann wünsche ich euch jetzt, wie gesagt, einen schönen, wunderschönen Sonntagabend und hoffentlich bis bald. Tschüss.